Mein lieber Marc, vielen Dank fürs Zuschicken der Videoaufnahmen deiner Wempe Iron Walker Quartz. Meine Damen und Herren, lasst uns den Ticker mal genauer anschauen. Hallo, moin und willkommen, meine Lieben, mit Mr. B heute im Bürostuhl und wir sprechen über die Wempe Iron Walker vom Marc. Der hat sich diese Uhr gekauft und ich denke mal, man kriegt immer einen besseren Eindruck von diesen Tickern, wenn man sie wirklich ja, in Live-Videoaufnahmen sieht und eben nicht als Renderings. Dementsprechend würde ich sagen, wir schauen uns den Ticker mal genauer an. Auf geht's! Wempe Iron Walker, ob es jetzt die Automatikversion oder die Quarzversion ist, ich denke mal Durchmesser 40 mm, Höhe 9,5 mm. Das ist eine gute Größe und eine sehr komfortable Uhr am Arm, kann ich mir vorstellen und macht auf jeden Fall einen sehr komfortablen Eindruck, wenn ich mir so die Videoaufnahmen angucke. Was viele nicht berücksichtigen, ist, dass Wempe einfach eine sehr lange Uhrmachertradition hat. Sie waren eine der Big Five Lieferanten der deutschen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg. Das waren Lange und Söhne, Laco, Stover, IWC und Wempe. Und auch da, wo produziert Wempe? Nicht irgendwo in Deutschland, nein, auch sie produzieren in Glashütte. Und wenn man sich dann das Preisgefüge anguckt, ja, für eine eingeschaltete Uhr hat die Iron Walker einen stolzen Preis. Aber was bekommt man dafür? Man bekommt dafür eine Uhr made in Germany, made in Glashütte, mit einem soliden Ether-Werk, Breitling produziert in der Schweiz. Und wenn man sich die Dreizeiger anguckt, liegen die in einem ähnlichen Preislevel. Und auch die Chronographen liegen in einem ähnlichen Preislevel. Und auch da verwendet Breitling ebenfalls Ether-Werke bzw. zum Teil Tudor-Werke, aber hauptsächlich Ether-Werke in dem Preisbereich. Nichtsdestotrotz, die Uhr als solches, ihr habt es schon erwähnt, nicht nur, dass sie Designanleihen von der IWC Ingenieur hat, sondern, und das fand ich interessant, auch von der Rolex Oyster Quartz. Das sieht man gerade am Übergang vom Gehäuse zum Band. Ich finde, eine wirklich interessante und schöne Uhr. Quarzwerk kann man machen, preislich denke ich mal interessant. Die Blattvarianten, guckt euch mal das Lichtspiel an von den Zeigern, von den Indizes, vom Ziffernblatt selbst. Der Schliff der Lünette, Schliff und Politur des Gehäuses, also die Mattierung des Gehäuses, da finde ich, hat Wempe hervorragende Arbeit geleistet und ich sehe sie, die Uhr bei diesen Live-Aufnahmen fast weniger mittlerweile wie eine Hommage-Uhr, aber auch mehr eigenständiger. Ich denke, der Ticker wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Standing allgemein bekommen. Ja, meine Lieben, das waren sie auch wieder, die ersten Impressionen der Wempe Iron Walker hier der Quarz-Variante. Marc, danke nochmal fürs Zuschicken deiner Videos. Ich hoffe, euch hat das Ganze Spaß gemacht. Bin gespannt auf eure Meinung unten im Kommentarfeld. Was sagt ihr zu der Iron Walker jetzt, wo ihr so ein paar Live-Impressionen gesehen habt? Teilt das gerne mit mir und der Community. Ihr Lieben, ich wünsche euch allen jetzt erst einmal ein richtig schönes Wochenende, einen guten Start in die neue Woche. Freue mich, euch im nächsten Video wiederzusehen. Sage goodbye und auf Wiedersehen. Euer Konstantin. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.